Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute 5 Fakten über Trishula, den Drachen der Eisbarriere. Trishula ist die Coverkarte von Hidden Arsenal 4, Trishula's Triumph, und von Dual Terminal Pulse of Trishula. Hier ist anzumerken, dass Trishula die erste Karte war, nach der ein Hidden Arsenal Set und ein Dual Terminal Set benannt wurde. Trishula hat mehrere Gegenstücke. Einmal Trishula Nulldrache der Eisbarriere, Trishula Drache des Eisgefängnisses, ein Necros-Gegenstück mit Necros von Trishula und ein Übelschar-Gegenstück mit Übelschar Ouroboros. Trishula kommt in den Artworks mehrerer Karten vor. In Gefängnis des Eisdrachen, Necros-Kaleidoskop, Schrecken von Trishula, Leerenfallgrube, Kerker der Dracheneinheit und in Frostketten der Eisbarriere, etwas schlecht zu erkennen im Eisgefangen. Ah ja, und in Spiegel der Eisbarriere sieht man zumindest seine drei Köpfe. Fast all diese Karten bzw. ihre Artworks beziehen sich auf die Dual Terminal Story. Und um es gleich vorwegzunehmen, ja, ich habe vor, die komplette Dual Terminal Story bzw. alles, was dazu bisher veröffentlicht wurde, in separaten Videos zu präsentieren. Ich weiß noch nicht wann oder wie, aber es wird irgendwann kommen. Definitiv. Trishula ist Hindi und bedeutet drei Speere, was auch passend ist zu seinen drei Köpfen und seinem Effekt, drei Karten zu verbannen. Trishula ist außerdem ein Dreizack und ein göttliches Symbol, das im Hinduismus häufig als eines der wichtigsten Symbole verwendet wird. Aber es ist nicht nur irgendein Dreizack, sondern der Dreizack von einer der Hauptgottheiten des Hinduismus, nämlich von Shiva. Shiva ist bekannt als der Zerstörer innerhalb der Trimurti, der hinduistischen Dreifaltigkeit, zu der auch Brahma und Vishnu gehören. Und auch Trishula gilt in der Lore als recht zerstörerischer und gefährlicher Zeitgeselle. In Yu-Gi-Oh! Duel Links hat Kellen Kessler Dialogzeilen für das Spielen von Trishula, obwohl er sie im Anime oder Manga nie benutzt hat. Das ist vermutlich eine Anspielung darauf, dass ewig Infernal-Decks mit dem richtigen Setup im OCG und im TCG in der Lage sind, diese Karte mehrmals im selben Zug zu beschwören. Irgendwann um 2014 herum, also im gleichen Jahr, in dem die ewig Infernalen die Weltmeisterschaften gewannen, entstand so der Infernity Trishula Loop. Und das war's schon wieder. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und möge das Herz der Karten euch leiten.